In diesem Video erfährst du alles, was du als Selbstständiger über das Thema Betriebsprüfungen wissen solltest. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ich freue mich immer über jeden Kommentar unter unseren Videos. Und ich freue mich ganz besonders über die Kommentare, wo sich jemand einfach ein ganz konkretes Thema wünscht, was wir bisher noch nicht behandelt haben. Witzigerweise habe ich einen sehr guten Kommentar letztens in unserem Briefkasten gefunden. Also lieber, wer auch immer du bist, da steht: Hey mein Lieber, mach mal bitte einen Podcast über Betriebsprüfungen vom Finanzamt, also inklusive Erfahrung und so weiter, zum Beispiel in der Gastro. Aber nur, wenn es geht. Liebe Grüße. Also, wer auch immer du bist, vielen Dank für den Zettel und auch vielen Dank für den Vorschlag. Ich finde tatsächlich das Thema Betriebsprüfungen super spannend und deswegen schauen wir uns jetzt ganz im Detail mal an, was ist das eigentlich, wie passiert das und ja, was musst du machen, wenn das ganze Thema Betriebsprüfung plötzlich für dich relevant wird. Am Anfang ist es erstmal wichtig zu verstehen, was eigentlich eine Betriebsprüfung genau ist. Denn es gibt im Wesentlichen eigentlich drei unterschiedliche Arten von Betriebsprüfungen. Die häufigste Art ist die Außenprüfung. Die Außenprüfung wird vom Finanzamt gemacht. Und die Außenprüfung ist immer eine Prüfung für einen bestimmten Zeitraum und da überprüft das Finanzamt quasi alles, was du gemacht hast. Das heißt, du bekommst irgendwann einen Brief, so eine Prüfungsanordnung und dann sagt das Finanzamt beispielsweise: Ey, lieber Kollege, ich würde gerne von 2015 bis 2018 mir alles angucken, was du gemacht hast. Und dann kommt das Finanzamt und schaut sich wirklich alles an. Deine Rechnung, deine Buchhaltung, deine Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung, Gewinnermittlung und so weiter. Das heißt, die gucken sich in diesem Zeitraum einfach alles an, was du gemacht hast. Davon zu unterscheiden ist auch eine Prüfung vom Finanzamt, das ist die Nachschau. Die bezieht sich nur auf eine ganz bestimmte Steuerart, meistens auf die Lohnsteuer oder auf die Umsatzsteuer. Und die muss auch nicht vorangekündigt werden. Das heißt, da kann das durchaus sein, dass das Finanzamt morgen bei dir auf der Matte steht und sagt: Ey, zeig mir doch mal die Lohnsteuerabrechnungen von deinen Mitarbeitern. Und dann schaut das Finanzamt da, ob du die Lohnsteuer vernünftig berechnet hast und auch richtig abgeführt hast. Wir haben so eine Nachschau bei unseren Mandanten relativ häufig mit der Umsatzsteuer, also eine Umsatzsteuer-Nachschau. Das liegt daran, weil wir relativ viele Mandanten haben, die so international arbeiten, das heißt, wo die Umsätze steuerfrei sind, weil sie zum Beispiel von Amazon kommen oder von YouTube kommen oder von Twitch, die Betriebsausgaben aber immer einen Vorsteuerabzug haben. Das heißt, wir haben einige Mandanten, die zwar hohe Umsätze machen vom Finanzamt, aber ständig Umsatzsteuerbeträge erstattet bekommen. Und das macht das Finanzamt natürlich neugierig und die wollen dann natürlich einmal schauen, ob da alles mit richtigen Dingen zugeht. In den meisten Fällen ja, natürlich, wir rechnen das natürlich richtig aus, aber das Finanzamt ist natürlich neugierig. Deswegen, eine Nachschau muss nicht angekündigt werden und bezieht sich auch nicht auf alles, was du gemacht hast, sondern nur auf den bestimmten Bereich, also beispielsweise Umsatzsteuer oder Lohnsteuer. Die dritte Art der Betriebsprüfung ist eine Prüfung der Rentenversicherung. Die Rentenversicherung guckt sich nicht die Steuerberechnung an, aber die Sozialversicherung. Also zum Beispiel, hast du die Rentenversicherungsbeiträge vernünftig abgeführt oder die Krankenversicherung richtig oder aber zum Beispiel die Unfallversicherung. Das heißt, diese Rentenversicherungsprüfungen haben vor allem Arbeitgeber. Eine ganz häufige Frage, die ich im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen höre, ist: Wie kommt das Finanzamt denn jetzt ausgerechnet auf mich? Und da muss man wissen, dass die meisten Betriebsprüfungen einfach nach Zufallsverfahren ausgewählt werden. Da läuft so ein Zufallsgenerator, der schmeißt halt zufälligerweise ein paar Selbstständige und ein paar Unternehmen raus und dann wird diese Liste einfach abgearbeitet. Das heißt, wenn du eine Betriebsprüfung hast, kann das sein, ja, dass das Finanzamt dich halt einfach jetzt gerade zufällig ausgewählt hat. Das kann deswegen auch dazu führen, dass bei dem einen Selbstständigen relativ häufig Betriebsprüfungen stattfinden, wenn es woanders nie passiert. Das kann durchaus sein. Aber neben diesem Zufallsauswahlverfahren gibt es auch bestimmte, ich würde mal sagen, Muster oder Verhaltensweisen deiner Seite, die das Finanzamt auf dich neugierig machen können. Das heißt, das Finanzamt kann auch sagen: Naja, da müssen wir mal genauer hinschauen. Und ein Beispiel habe ich ja schon genannt. Wenn du beispielsweise ein atypisches, wie sage ich es am besten, atypisches Umsatzsteuervoranmeldenverhalten hast, dann kann das dazu führen, dass das Finanzamt sagt: Das müssen wir uns mal anschauen, ob das richtig gemacht wird. Und das Beispiel, was ich gesagt habe, ist: Du hast hohe Umsätze, bekommst aber trotzdem ständig Umsatzsteuer erstattet. Das ist zumindest in den meisten Unternehmen irgendwie erstmal eigenartig. Und es ist vollkommen zu Recht, dass das Finanzamt sagt: Das gucken wir uns mal an, ob da eventuell Steuern hinterzogen werden. Wenn alles in Ordnung ist, dann ist halt alles in Ordnung und dann war es halt eine Betriebsprüfung und dann war anschließend alles fein. Das führt nicht automatisch dazu, dass irgendwas passiert. Aber du kannst das Finanzamt auch anders auf dich aufmerksam machen. Zum Beispiel, indem du immer deine Steuererklärung zu spät abgibst oder deine Steuerschuld immer zu spät zahlst. Oder aber, wenn du in deiner Steuererklärung oder deiner Einnahmenüberschussrechnungen Zahlen angibst, die in sich keinen Sinn ergeben. Also das
in sich unlogisch ist, wenn zum Beispiel der Umsatz minus der Kosten nicht gleich Gewinn ist und die Zahlen einfach nicht zusammenpassen, dann machst du das Finanzamt natürlich auch neugierig und dann möchte sich das Finanzamt das natürlich näher anschauen. Es kann aber auch sein, wenn du so extreme Schwankungen bei den Umsätzen und den Gewinnen hast. Also wenn du jetzt letztes Jahr 1,5 Millionen Gewinn gemacht hast und diesem Jahr 100.000 Verlust, dann sieht das zumindest erstmal so aus, dass man das sich vielleicht mal näher anschauen könnte. Aber auch so bestimmte Dinge wie zum Beispiel Anpassung der Vorauszahlung. Also wenn du unterjährig sagst, naja, ich würde meine Vorauszahlung für die Einkommensteuer gerne nach unten anpassen, am Ende des Jahres hast du dann aber eine große Nachzahlung, weil du doch ganz viel verdient hast. Durch solche Verhaltensweisen machst du das Finanzamt halt darauf aufmerksam, dass du unter Umständen so deine Zahlen nicht so richtig im Griff hast und vielleicht nicht den 100% korrekten Überblick hast. Und das führt dann halt dazu, dass das Finanzamt sagt, naja, dann gucken wir uns das Ganze einfach mal näher an und dann stehen sie mit der Betriebsprüfung bei dir auf der Matte. Was außerdem natürlich super spannend ist, ist, was schaut sich das Finanzamt denn da eigentlich genau an? Und da müssen wir einmal die Außenprüfung von der Nachschau unterscheiden. Weil bei der Nachschau, habe ich ja schon gesagt, bezieht sich das auf einen ganz bestimmten Bereich. Also bei der Lohnsteuer-Nachschau geht es natürlich um die Lohnsteuer. Das heißt, da wird sich das Finanzamt vor allem halt die Lohnsteuerberechnung und die Gehaltsabrechnungen anschauen. Und bei der Umsatzsteuer-Nachschau, ja, da schaut sich das Finanzamt halt alles an, was für die Umsatzsteuer relevant ist. Also deine Rechnungen, die Rechnung, die du bekommen hast, aber auch die private Nutzungs- und Leistungsentnahme, zum Beispiel von dem Firmen-Kfz. Das ist halt für die Umsatzsteuer relevant, das heißt, da wird sich das Finanzamt das genauer anschauen. Bei der Außenprüfung kann sich das Finanzamt grundsätzlich alles anschauen. Und je nachdem, was eventuell dazu geführt hat, eine Prüfung anzuordnen, dann werden sie sich natürlich das anschauen. Aber es gibt natürlich auch, wie soll ich sagen, ja, so bestimmte Lieblingsfelder, die das Finanzamt eigentlich immer prüft. Das sind ehrlicherweise jetzt keine Dinge, die sich das Finanzamt in der Theorie ausgedacht hat. Das sind halt genau die Bereiche, in denen in der Praxis besonders häufig irgendwie getrickst wird. Und deswegen schaut sich das Finanzamt diese Punkte in der Regel eigentlich immer an. Ein wichtiger Aspekt ist da halt immer auch die Umsatzsteuer. Also sind deine Rechnungen richtig geschrieben und sind die Rechnungen, die du bekommen hast, auch richtig? Denn du kannst die Vorsteuer nur aus Rechnungen geltend machen, die korrekt sind. Und wenn du da irgendwie falsche Rechnungen verbuchst und trotzdem die Vorsteuer ziehst, entsteht da sehr schnell ein sehr hoher Steuerbetrag. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Thema, was sich das Finanzamt immer anschauen wird. Und auch ein Thema, was sich jeder Finanzbeamte immer ganz früh anschaut, ist die Firmenwagenbesteuerung. Also ist der private Nutzungsanteil deines Firmenwagens richtig berechnet, also ist das Fahrtenbuch richtig geführt und all solche Sachen. Das ist ein Thema, das schaut sich das Finanzamt 100%ig an, wenn du einen Firmenwagen hast. Ein anderer Bereich, der sich sehr eignet, um irgendwie Steuern zu gestalten oder aber auch zu hinterziehen, ist das ganze Thema Investitionen. Also Investitionsabzugsbeträge, Sonderabschreibungen oder außerplanmäßige Abschreibungen. Das wird sich das Finanzamt auf jeden Fall auch näher anschauen, ob das alles ordnungsgemäß ist, richtig dokumentiert ist und so weiter. Und ein Thema, was sich das Finanzamt auch immer näher anschaut, sind, ja, ich würde mal sagen, Zinsaufwendungen. So auch gerade von nahen Angehörigen. Also wenn dir die Großeltern oder die Ehefrau einen Kredit geben, damit du gründen kannst und du da jetzt Zinsen zahlst. Oder aber auch andere Dinge wie so nahe Arbeitsverträge im Familienverhältnis. Also da wird ja auch gerne irgendwie was gestaltet. Und da schaut sich das Finanzamt natürlich auch an, ist das Ganze richtig abgerechnet? Ist das marktüblich? Findet da tatsächlich überhaupt eine Leistung statt? Oder ist das Ganze nur ein Modell, um Steuern zu sparen? Das heißt, das sind so die Bereiche, in denen ehrlicherweise in der Praxis am meisten getrickst wird. Und deswegen sind das natürlich auch die Beträge, die das Finanzamt als erstes anschauen wird. Doch wie läuft so eine Betriebsprüfung eigentlich ab? Und da schauen wir uns vor allem so eine Außenprüfung mal an, weil die immer nach dem gleichen Schema abläuft. Und da bekommst du am Anfang erstmal die Prüfungsanordnung. Also du bekommst einen Brief, da steht dann drin, ey, hier lieber so und so oder liebe so und so, wir würden gerne den Zeitraum X bis Z irgendwie prüfen. Und dann geht es darum, sich zu einigen, wo diese Prüfung stattfindet. Da gibt es im Wesentlichen drei Szenarien. Entweder bei dir, also wenn du Firmenräumlichkeiten irgendwo hast, dann kommt der Betriebsprüfer auch zu dir quasi und mach das da. Vor allen Dingen dann, wenn auch die Buchhaltungsunterlagen da im Büro sind. Was du auch immer vereinbaren kannst, ist, dass die Betriebsprüfung bei deinem Steuerberater stattfindet. Also wenn dein Steuerberater deine Buchhaltung, deine Steuererklärung macht, dann kann das durchaus sein, dass der Betriebsprüfer auch zu deinem Steuerberater geht. Also wenn du bei uns Mandant bist, dann ist das auch vollkommen fein, wenn der Betriebsprüfer beispielsweise zu uns kommt und da die Prüfung macht. Das passiert regelmäßig und ist dann auch überhaupt gar kein Problem. Was in den letzten Jahren aber tatsächlich immer häufiger vorkommt, ist die Prüfung im Finanzamt.
Und zwar, da musst du dann auch nichts hinbringen. Es hat so zwei Aspekte. Auch das Finanzamt steht immer mehr auf Remote-Arbeit. Und ehrlicherweise sind heutzutage die meisten Buchhaltungen ja irgendwo in der Cloud gespeichert. Und dann bringt es auch gar keinen Sinn, sich irgendwo bei dir im Unternehmen oder beim Steuerberater ins Unternehmen zu setzen, weil die Unterlagen für die Buchhaltung stehen da ja gar nicht. Also da stehen ja keine Ordner mehr, das ist ja alles in der Cloud gespeichert. Und den Zugang zur Cloud, den kann der Betriebsprüfer halt auch aus dem Finanzamt abrufen. Das heißt, erstmal wird sich auf den Ort geeinigt. Und wichtig hier vielleicht auch noch, du hast immer einen Ansprechpartner. Also es ist ein Betriebsprüfer, das ist dein Ansprechpartner. Der stellt dir die Fragen und du antwortest. Und wichtiger Punkt, der muss nicht dir die Fragen stellen. Du kannst auch jemanden damit beauftragen, Ansprechpartner zu sein. Wenn du Mitarbeiter hast, die dafür qualifiziert sind, kannst du auch einen Mitarbeiter abstellen und dem Betriebsprüfer sagen, so, du sprichst jetzt mit diesem Mitarbeiter und der wird dir helfen. Was ich dir persönlich empfehlen würde, nimm deinen Steuerberater. Wenn du keinen hast, ist natürlich doof, dann kannst du dir vielleicht einen suchen, aber wenn du einen Steuerberater hast, würde ich dir dringend empfehlen, dass du das Ganze an deinen Steuerberater abgibst. Dein Steuerberater weiß meistens, wie so eine Betriebsprüfung abläuft, der weiß den Kontext von deinem Sachverhalt, der weiß aber auch, wie so Betriebsprüfungen laufen und was Betriebsprüfer sich anschauen und eventuell auch, bei welchen Fragen der Betriebsprüfer schon welche Gedankengänge und welchen Hintergedanken hatte. Das heißt, es macht meistens Sinn, das Ganze an einen Profi, also einen Steuerberater, abzugeben. Ja, der Steuerberater wird dir dafür natürlich eine Rechnung schreiben, aber wenn du dich doof in der Betriebsprüfung anstellst, dann kann das auch richtig teuer werden und dann ist es günstiger, das Ganze lieber auszulagern, dann hast du den ganzen Stress nicht und dein Steuerberater kann das Beste für dich rausholen. Und dann kommt der Betriebsprüfer meistens an mit so einer Liste an Unterlagen. Also was will er gerne sehen? Deine Einnahmenüberschussrechnung und alle Eingangsrechnungen und so weiter. Das heißt, irgendwas möchte der gerne sehen, dann bekommt er diese ganzen Unterlagen, dann prüft er das und so weiter. Da ist er angehalten, tatsächlich auch, ich muss sagen, pragmatisch zu sein. Es geht da nicht darum, die letzten 30 Cent, die letzten 5 Euro aus dem Bewirtungsbeleg irgendwie rauszuholen. Das ist zumindest nicht sein Job. Wenn ihr über 5 Euro auf dem Bewirtungsbeleg sprecht, dann geht's dir gut, weil dann redet ihr über 5 Euro und nicht über 50.000 Euro. Das heißt, dann scheint es ja irgendwie keine großen Dinge zu geben und dann kannst du dich noch entspannter zurücklegen. Und irgendwann ist der Betriebsprüfer durch mit seinen Prüfungen und dann gibt's eine Prüfungsfeststellung. Und manchmal gibt's tatsächlich auch so eine Art Abschlussbesprechung und da, auf die kannst du auch bestehen. Das heißt, wenn es da viel Besprechungsbedarf gibt, der Betriebsprüfer vielleicht bestimmte Sachen auch vielleicht berechtigt oder deiner Meinung nach unberechtigt anders sieht, dann habt ihr am Ende noch eine Abschlussbesprechung, dann könnt ihr darüber sprechen. Und nach dieser Feststellung gibt es einen Abschlussbericht, das heißt einen Prüfungsabschlussbericht und da steht dann drin, was der Betriebsprüfer eventuell anders sieht. Und da könnte beispielsweise drinstehen, naja, hier bei Rechnungen in Höhe von 10.000 Euro aus dem Jahr 2018 ist der Vorsteuerabzug nicht geltend zu machen. Das heißt, du hast aus 10.000 Euro den Vorsteuerabzug geltend gemacht und der Betriebsprüfer sagt jetzt, das geht nicht. Und das führt dann dazu, dass basierend auf dem Abschlussbericht neue Steuerbescheide erstellt werden. Das heißt, dann würdest du neue Steuerbescheide für diesen Zeitraum bekommen und müsstest unter Umständen dann die Steuern nachzahlen. Das muss aber tatsächlich gar nicht sein. Natürlich ist es meistens so, dass du danach Steuern zahlst. Aber ich persönlich hatte in meinem Leben, also in meinen eigenen Selbstständigkeit und meinen eigenen Unternehmen schon 2 Betriebsprüfungen. Und die eine, gut, die war von der Rentenversicherung, hat aber dazu geführt, dass ich sogar Geld wiederbekommen habe. Nicht viel, aber es waren so 200, 300 Euro. Die habe ich dann anschließend nach der Betriebsprüfung einfach wiederbekommen, weil der Prüfer gesagt hat, nee, das war falsch. Das heißt, da war ich am Ende strenger zu mir als der Prüfer. Ja, danke dafür. Leider hat der Steuerberater eine höhere Rechnung gestellt. Aber es ist natürlich auch ein Outcome, der auch passieren kann. Der Betriebsprüfer prüft, ob das richtig ist. Der ist nicht ausschließlich dafür da, dem Staat so viel Steuereinnahmen wie möglich zu gewähren, sondern es kann unter Umständen sogar sein, dass du Geld wiederbekommst. Wenn ich mit Selbstständigen spreche, sind Betriebsprüfungen häufig so das absolute Horror. Also das Schlimmste, was nur passieren kann. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, es kann sogar sein, dass du unter Umständen sogar Geld wiederbekommst. Und wenn bei dir alles in Ordnung ist, dann ist eine Betriebsprüfung auch überhaupt nicht schlimm. Das wird dann halt einmal geprüft und dann ist alles fein und dann war es das auch schon wieder. Deswegen, so schlimm ist das Ganze gar nicht. Zumindest, wenn du alles möglichst ordentlich machst. Und ich möchte das Ganze auch nochmal in Kontext setzen, wie oft das Ganze eigentlich passiert. Denn es ist seltener, als man denken würde. Die Häufigkeit, wie du geprüft wirst, ist abhängig von der Betriebsgröße. Also wenn du ganz normal solo-selbstständig bist, ist dein Unternehmen nicht so besonders groß und qualifiziert sich nicht dafür, besonders häufig geprüft zu werden. Denn statistisch gesehen, also im Durchschnitt, werden Kleinstbetriebe, das bedeutet bis 145.000 Euro Umsatz und bis 30.000 Euro Gewinn, die werden statistisch alle 53 Jahre geprüft. Also du musst im Durchschnitt erstmal 53 Jahre deine Selbstständigkeit fortführen, um einmal geprüft zu werden. Oder aber, wenn ich mir 10 Selbstständigkeiten anschaue, also als Gruppe, dann wird in 5 Jahren ein Betrieb geprüft. Das heißt, es ist nicht so richtig häufig.
Wenn du ein bisschen größer bist und als Kleinbetrieb giltst, also mehr als 170.000 Euro Umsatz hast und mehr als 36.000 Euro Gewinn gemacht hast, dann ist es statistisch immer noch alle 21 Jahre. Also auch nicht so richtig häufig. Aber mit wachsender Größe steigt die Häufigkeit. Also wenn du einen Großbetrieb hast und mehr als 7,3 Millionen Euro Umsatz machst und mehr als 280.000 Euro Gewinn, dann kannst du davon ausgehen, dass du jährlich geprüft wirst. Und so ist es tatsächlich. Also so bei Konzernen, VW-Konzernen oder Siemens oder so, die werden immer geprüft, also laufend. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Bei denen sind immer Betriebsprüfer im Haus. Und deswegen haben die häufig auch eine Infrastruktur dafür. Also da gibt es einen festen Raum, da sitzt halt einfach immer jemand vom Finanzamt und immer ein Prüfer, der prüft halt laufend. Ja, ein VW-Konzern ist viel zu groß, um jedes Jahr komplett geprüft zu werden. Aber weil die so groß sind, wird jedes Jahr laufend zumindest ein Teil geprüft. Und da sitzt tatsächlich immer ein Betriebsprüfer im Haus. Halte ich für absolut richtig. Aber kleine Solo-Selbstständige werden tatsächlich nicht so besonders häufig geprüft. Ein wichtiger Punkt ist da auch, das sind natürlich Durchschnittswerte. Und wenn du beispielsweise weißt, dass 50% der Selbstständigen in Deutschland ein Riesenchaos in ihrer Buchhaltung haben und ständig zu spät Steuern bezahlen, wenn du zur ordentlichen Hälfte gehörst, dann wirst du wahrscheinlich noch viel seltener geprüft als nur alle 53 Jahre. Das heißt, du kannst mit deinem Verhalten, wie du mit dem Finanzamt umgehst und wie du deine Buchhaltung, deine Steuererklärung machst, auch die Wahrscheinlichkeit reduzieren, eine Betriebsprüfung zu haben. Das fängt natürlich an mit einer ordentlichen Buchhaltung. Das heißt, du hast alle Unterlagen ordentlich und so weiter. Damit reduzierst du schon einmal die Wahrscheinlichkeit. Und immer dann, wenn du Kontakt zum Finanzamt hast, dann sollte das Ganze natürlich ja, so gewissenhaft wie möglich ablaufen. Also halte alle Fristen ein und zahle deine Steuern immer in der gesetzten Frist. Und wenn das Finanzamt mal eine Rückfrage hat oder mehrere Rückfragen, dann antworte auch in der gesetzten Frist, stell alle Unterlagen zur Verfügung, die du da hast, versuch nicht irgendwie komisch noch Betriebsausgaben irgendwie reinzuschmuggeln und wenn du mal irgendwas nicht beantworten kannst in einer Frist, dann kannst du auch immer eine Fristverlängerung beantragen, um dieses Schreiben und diese Anfragen zu beantworten. Du musst dir immer vorstellen, beim Finanzamt sitzt halt auch ein Mensch und es hassen Menschen, wenn sie ignoriert werden oder einfach belogen werden und das offensichtlich ist. Deswegen denke mal daran, da sitzt ein Mensch und wenn dieser Sachbearbeiter im Finanzamt einen Hals auf dich hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mitarbeiter irgendwann sagt, so, den prüfen wir mal, natürlich relativ hoch. Aber wenn du alles gewissenhaft machst, also pünktlich abgibst, pünktlich zahlst, antwortest und so weiter, dann fliegst du schon mal per se ein bisschen mehr unterm Radar. Und was tatsächlich meiner Erfahrung auch hilft, ist, wenn du das über einen Steuerberater machst. Weil auch ein Steuerberater kümmert sich ja darum, dass alle Anfragen fristgerecht so beantwortet werden. Und natürlich weiß der Sachbearbeiter im Finanzamt auch, dass Steuerberater in der Regel qualifizierter sind, so Steuersachen zu machen wie jemand selbst. Also dadurch kannst du das Risiko einer Betriebsprüfung zumindest reduzieren. Das Risiko, dass dich irgendwann der Zufallsgenerator doch einmal ausspuckt und bei dir eine Betriebsprüfung stattfindet, das bleibt. Aber zumindest, dass du aktiv auf die Liste der Betriebsprüfung gesetzt wirst, das kannst du durch dein ja, vorbildliches Verhalten auf jeden Fall reduzieren. Das war's soweit mit der Betriebsprüfung, zumindest alles, was ich so als am wichtigsten erachtet habe. Ich weiß, es gibt dazu wahrscheinlich jetzt noch unfassbar viele Fragen. Einfach weil es bei Betriebsprüfungen ja per Definition um Einzelsachverhalte geht. Das heißt, es sind immer individuelle Situationen. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich kann dir nicht garantieren, dass ich bei deinem persönlichen Fall irgendwie weiterhelfen kann, aber ich kann es zumindest versuchen. Wenn du selbstständig bist und sagst, ja, ich würde gerne auch haben, dass meine Buchhaltung, meine Steuererklärung gewissenhaft immer erledigt werden und ich hätte gerne auch einen Steuerberater, der mir im Falle einer Betriebsprüfung dann helfen kann, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und wie wir zusammenarbeiten können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Aber du kannst natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel das hier oder das hier.